Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Crash Cosmetics Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieser Adventskalender wurde von der lieben Luisa Crashen und ihrer Schwester, der lieben Esther, zusammen gestaltet, herausgebracht. Und diese Seite repräsentiert so die Lieblinge von Luisa und diese Seite die Lieblinge von Esther. Und der kostet 105,90 €, den gibt es bei Purish und auch auf der Crash Cosmetics Homepage. Ich habe den jetzt von Purish zugeschickt bekommen, um ihn vorzustellen, was ich auch super gerne mache. Und hätte ihn mir aber auch definitiv selber gekauft, weil ich das so, so cool finde und unterstützenswert finde. Denn ich habe auf dem Rival Loves Me mit Maxim Event die liebe Luisa kennengelernt und es war für mich einfach so ein krasser Fangirl-Moment. Ihr macht euch gar keine Vorstellung. Es war richtig schön, eine so sympathische Frau, und da hat sie eine Frage gestellt, die ich an dieser Stelle super gerne mal an euch weitergeben möchte. Und zwar hat sie mich gefragt, sag mal, warum gucken eigentlich die Leute dann auch die Videos von den anderen YouTubern und die sehen doch schon bei mir das ganze Unboxing. Nun, beantwortet die Frage super gerne. Warum hast du auf dieses Video geklickt? Warum guckst du dir dieses Video mit dem Unboxing bei mir an? Schreib es einfach mal super gerne in die Kommentare. Dann kann ich Luisa das einfach auch mal beantworten, weil ich ihr gesagt habe, naja, meine Community vertraut halt auch ein Stück weit auf meine Meinung, weil auch wenn ich sie mag und sehr sympathisch finde und weiß auch, wie viel Arbeit hier hinter steckt, bewerte ich den Adventskalender so wie jeden Adventskalender, so neutral, wie es nur eben geht. Ne? Und ja, er schaut sehr, sehr schön aus und wir haben hier sowohl Drogeriemarken als auch High-End-Marken drin. Ein Warenwert von, ich glaube, über 300 € soll hier drin enthalten sein, und deswegen schauen wir mal hinein. Es sind übrigens mehr als 24 Produkte drin, ich glaube 27. Das heißt, bin ich sehr gespannt, welches Kläppchen hier doppelt befüllt ist. Die Nummer 1 startet schon mal richtig gut mit Nabla. Die haben übrigens auch einen Adventskalender rausgebracht. Da könnt ihr übrigens aktuell mit Claudis Welt 15% drauf sparen. In der Infobox verlinkt, ne? Gibt es auch bei Purish. Und ihr könnt auf alles andere außer Adventskalender eigentlich mit Claudis Welt 20 noch 20% auf alles sparen. Gilt jetzt noch im Oktober, auf jeden Fall. Erstes Produkt, Cupid's Arrow, in einer richtig coolen Farbe, die Nummer 7 Maroon. Das ist ein wirklich schöner Braunton. Ich bin ja eigentlich gar kein Fan von Kajalstiften oder Eyelinern, die in Form von Stickform sind oder so. Aber Nabla hat mit diesen Cupid's Arrows etwas herausgebracht, was du auch super als Lidschatten verwenden kannst. Also ich habe die in allen möglichen Farben und die kannst du so, so toll verwenden. Und Braun ist auch eine sehr neutrale Farbe, die jeder irgendwie in seinen Look integrieren kann. Ich habe zum Beispiel auch richtig geile Looks bei Jennys Highlights gesehen. Die hat hier außen auch immer so ein richtiges V damit gemalt, ne? So ein liegendes V und das dann ausgeblendet. Und so geile Looks kannst du damit zaubern. Also schaut auch mal gerne bei Jennys Highlights vorbei, die macht das richtig geil. Und ja, genau, das haben wir hier im ersten Kläppchen drin und das finde ich super. Hier habe ich jetzt die Box Nummer 2. Und da ist was von Crash Cosmetics drin. Das ist ein sehr witziges Produkt tatsächlich. Also, ich packe diese Adventskalender ja auch gerne im Hochsommer aus und da suchte ich sowas. Ich hatte hier auf einmal Oil Control Papers en masse liegen und auch dann irgendwann dieses Produkt gefunden. Das ist ein ölabsorbierender Vulkanstein-Gesichtsroller. Er sieht so unscheinbar aus, aber er ist so effektiv und vor allem ist das Positive daran, dass er wiederverwendbar ist. Du kannst ihn auch einfach abwaschen und hast einfach den Stein weiterhin, kannst ihn weiter benutzen. Und den hatte ich auch aus einer anderen Limited Edition von, ich glaube, Essence oder so, ne? Und das ist ja wirklich ein Rollerball hier oben drauf. Und du kannst das so über dein Gesicht rollen, über deine Stirn, über die T-Zone. Und das ist so ein Gamechanger für mich gewesen diesen Sommer. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3, Acne Me. Ich glaube, dass Esther, also die ja auf dieser Seite dann vertreten ist, eher so eine ölige Haut hat. Und ich glaube, Luisa ist dann auf dieser Seite eher mit einer trockenen Haut, das weiß ich nicht. Denn hier haben wir auch ein Produkt in der Full Size, das Zit Control Treatment for Acne Prone Skin, also für Aknehaut. Ne? 40 ml sind hier drin. Das ist eine Marke, die super beliebt ist, die auch sehr gehypt ist, so auf TikTok und so weiter. Und mit Salicylsäure, Niacinamiden und Zink. Und das ist wirklich ein gutes Produkt, was du verwenden kannst, wenn du zu öliger Haut neigst oder wenn du Unreinheiten hast, kannst du das sehr gut drauf machen. Zink ist ein reparierender Inhaltsstoff. Salicylsäure sorgt dafür, dass diese verhoren, ich zeige extra hier drauf, weil ich aktuell so eine Ausflugsfamilie habe, das löst diese Hornschicht auf und macht einfach, dass da drin halt gereinigt werden kann und das Ganze weggeht. Und das haben wir hier mit drin enthalten. Das finde ich super. Ich würde es euch empfehlen, abends anzuwenden und vorsichtig damit anzufangen, ne? Weil es halt BHA, also Salicylsäure, enthält.
auch wenn hier draufsteht, dass du es sowohl morgens als auch abends verwenden kannst. Meine Meinung, immer vorsichtig mit Zucker starten. Aber ihr seid ja alle mündig, ne? Aber ich habe mal ein Video gemacht hier oben zu Peelings und da spreche ich da etwas intensiver drüber. Hier haben wir die Nummer 4. Von Luvos Heilerde haben wir eine Waschlotion drin und sich das Gesicht zu reinigen ist so der erste Schritt von der Skincare-Geschichte. Ist auch sehr, sehr wichtig. Für sehr trockene, gereizte Haut, auch bei Neurodermitis, sehr, sehr cool. 30 ml sind hier drin von Luvos Heilerde. Ein sehr, sehr mildes, angenehmes Produkt, was ich echt gut finde, dass es hier mit drin enthalten ist. Der 5. Dezember. Und da haben wir Lashes drin. Gut, ja, dafür steht ja auch unsere liebe Luisa. Ne? Bin ich jetzt nicht so Fan von künstlichen Wimpern. Die Adele Naked Lashes Blends Seamlessly with Invisiband. Also das hat ein durchsichtiges Band. Macht wirklich auch, also das ist so richtig dreidimensional. Sieht sehr, sehr schön aus. Aber ist jetzt nichts für mich, ne? Also ich würde mich halt eher in einem Adventskalender über eine Mascara als über Lashes freuen. Ich finde es jetzt, also weil sie halt auch sehr, sehr schön aussehen, eigentlich ganz cool. Die Problematik der fehlenden Zwischenebenen zeigt sich beim 6. Dezember, weil das ist ein Riesen-Oschi, der unten ist. Riesig, aber finde ich sehr, sehr geil, weil das darf auch gerne was ganz Großes sein zu Nikolaus. Oh, geil. Von Invisibobble Hangover Kit. Das finde ich. Guckt euch das mal an. Wie geil ist das bitte in der Nummer 6? Du hast hier eine Schlafmaske, du hast ein Scrunchie und du hast Invisibobbles, also die Haargummis, diese Telefonkabel-Haargummis. Und das finde ich ja mal super. Ein ganz tolles Set. Nee, das finde ich wirklich toll und sehr schön für eine 6 gewählt. Ich glaube, darüber freut man sich auf jeden Fall. Wow, die Nummer 7 ist extrem schwer. Und hier ist was für die Haare drin von Langer Mädchen. Ein Lockenhaltspray. Halt und Sprungkraft für gestylte und natürliche Lockenhitzeschutz bis 220 Grad. Das betrifft dann leider tatsächlich nur die Leute, die sich wirklich Locken machen oder die Locken haben. Mache ich jetzt so nicht. Deswegen ist es leider kein Produkt für mich. An und für sich würde ich Langhaarmädchen tatsächlich feiern und fände es auch schön, wenn es ein Produkt gewesen wäre, was auch hier wirklich jeder hätte verwenden können. Aber nun ist es hier mit drin und vielleicht so zur Weihnachtszeit ist ja auch viel so eine Zeit, wo man sich auch ein bisschen schicker macht und so. Dann ist es auch ganz cool, wenn man ein Spray dabei hat, was auch hilft, dass die Locken länger halten. Doch. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Wo sind eigentlich die Kläppchen, die doppelt und dreifach befüllt sind? Ich meine, gut, hier haben wir ja eigentlich, das ist aber ein Set. Gilt das als ein Produkt oder als drei? Ich weiß nicht. Hier haben wir auf jeden Fall, oh, den habe ich noch nicht, das ist cool. Von Mesauda, weiß welche Nummer haben wir jetzt? Die 8, ne? Ich bin gerade so verwirrt. Ja, den Inkliner mit 1,2 ml, also ein schwarzer Eyeliner. Sowas schreit mein Name. Ich mag ja gerne Eyeliner, verwende ich auch immer. Und das ist voll meins. Da kannst du dir theoretisch mit dem Liner und dem Nabla Cupid's Arrow schon einen kleinen Augenlook schminken. Hier haben wir einfach so ein typisches Schwämmchen-Applikator, Pinsel, Spitzen, Ding. Und Mesauda ist ja auch aktuell in aller Munde, ne? Spätestens seitdem Maxim verkündet hat, dass die seine Hochzeitsfoundation auch haben. Also von daher, die war ja die ganze Zeit echt krass ausverkauft, immer noch. Meine Farbe gibt es schon seit Wochen nicht, aber gut. In der Nummer 9. Ich glaube, man kann das sogar umdrehen, oder? Weiß ich gar nicht, weil hier hinten geht halt dieses Verschnörkelte auch weiter. Hier dürfen wir uns über einen Lip Liner freuen von Manhattan. Lasting Perfection Long Lasting Lip Liner in der Farbe 24 Red DNA. Das ist natürlich richtig geil. Und das passt auch zu der Seite von Luisa und es passt zur Weihnachtszeit. Also ein roter Lip Liner mit einem roten Lippenstift. Hallo? Upp. Passt auf jeden Fall. Kann ich mir auch für mich jetzt sehr, sehr gut vorstellen, weil aktuell habe ich noch einen in Anwendung, der sehr pinkstichig ist. Da muss ich immer ein bisschen aufpassen. Mit der Nummer 10 wird es jetzt auf Esthers Seite weitergehen und da haben wir eine Mascara drin. Guck, darüber freue ich mich jetzt, ne? Vor allem, dass die jetzt eine Mascara und Lashes reinpacken, finde ich richtig gut. Also das trifft voll meinen Vibe, weil du hast dann sowohl die Leute mit glücklich gemacht, die sagen, ich möchte lieber Lashes kleben, als auch die Leute, die sagen, ich möchte lieber Mascara tragen und witzigerweise beide Kläppchen auf unterschiedlichen Seiten. Das ist die Full Volume 2000 Calorie Mascara von Max Factor. Ich meine, dass ich die auch schon mal verwendet habe, nur dass diese hier irgendwie in einer glänzenden Verpackung ist. Ich blende euch hier mal das Bürstchen ein, finde ich sehr spektakulär. Die fand ich nämlich echt gut, also die hat mir auch wohl gefallen. Die Nummer 11 ist die erste Schnapszahl. Oh, hier ist eine sehr gut eingepackte Geschichte drin. Nivea Q10 Energy Antifalten erfrischende Augenpflege mit Vitamin C und Vitamin E mildert müde Haut und hautidentisches Q10. Aha. Mensch, 15 ml, ich glaube, hier sind sowieso eigentlich nur Full-Sizes drin, ne? Also das ist richtig cool. Eine Augenpflege kann man immer gut gebrauchen und
Ich würde sagen, Q10 kannst du ja auch schon ab 25 oder so verwenden. Ich weiß nicht. Also hätte ich jetzt einfach mal so gesagt, ne? Und Augenpflege verwende ich wirklich täglich zweimal, also morgens und abends. Wow, die Nummer 12 ist ein Oschi. Oh, Halbzeit. Bruno Banani, Rose und Popcorn, ja hallo, Sweet Fantasy Fragrance Body and Hair Splash, 250 ml. Das ist ja mal richtig cool. Das ist richtig, richtig cool. Feier ich. Also Rose ist voll meins, ne? Popcorn-Duft, wie geil ist das bitte? Also süße Rose ist das dann wirklich? Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob ich das verwenden werde, aber ich rieche jetzt trotzdem mal dran. Da riechst du jetzt so nicht wirklich... Was, das muss man halt sprühen, ne? Und ich finde das so cool, weil ich habe eben noch gedacht, ach, so ein Parfüm wäre auch ganz geil in dem Adventskalender. Aber das finde ich richtig cool, ne? Und wenn ich mir die erste Halbzeit angucke, ist die wirklich gelungen, ne? Also wir müssten jetzt ja theoretisch 52,95 € auf dem Tisch stehen haben. Haben wir definitiv. Und wir haben hier eine tolle Auswahl. Wir haben keine Doppelung mit dabei. Wir haben echt schöne Produkte von guten Marken hier mit dabei. Also sehr gut überlegt. Ich mache jetzt weiter mit der Nummer 13. Was mir ein bisschen fehlt, jetzt können auch gerne mehr Crash Cosmetics Produkte kommen. Und hier habe ich was drin. Nein, wie geil. Ofra, ich kenne das Produkt nicht. Vielleicht gibt es auch bald bei Purish, vielleicht ist es ein ganz neues Produkt. Airbrush Setting Powder Brightening. Aber Leute, in der Farbe Strawberry. Wie sehr haben wir alle gefeiert, dass die Firmen jetzt auch diese pinken Puder rausgebracht haben. Weil das halt unter den Augen auch super ist, ne? Gegen müde Augen und so. Und hier haben wir einfach mal in dem Adventskalender sowas mit drin. Richtig, richtig cool. 6 Gramm sind hier drin enthalten. Ich finde es großartig. Also das ist richtig, richtig toll. Besser als der 10. Rodeo Drive Highlighter. Ne? Also finde ich richtig gut. Vor allem können auch viele verschiedene Menschen eben dieses Puder verwenden. Da ist ja relativ Pelle, welche Hautfarbe du hast. Ne? Sehr gut überlegt. Hier habe ich die Nummer 14. Okay, jetzt haben wir hier ein Produkt, was getönt ist. Reva Loves Me. Ein Contouring Stick und da haben wir die Farbe Light. Ne? Da hast du einmal so ein Highlighter-Ende und ein Contouring-Farbenprodukt. Ich kann mit diesen Highlighter-Farben eher weniger was anfangen meistens, aber mit dieser Contouring-Farbe denke ich wohl. Und jetzt habe ich es geöffnet, ja. Soll sehr, sehr gut sein. Ne? Und das werde ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Ich sammle ja auch die Produkte aus den Adventskalendern, dass ich euch da auch Full Faces zu schminke. Aber die wollte ich jetzt natürlich noch nicht so früh online stellen, weil dann spoilere ich ja zu viel für die Leute, die es noch nicht wissen wollen, aber trotzdem Schminki sehen wollen. Ne? Nee, finde ich klasse und ist halt wirklich so eine Sache mit der Farbe. Aber ich persönlich finde es halt für mich schön. Die Nummer 15 ist sehr schwer. Also die Päckchen sind auch gut gefüllt. Ne? Hier haben wir jetzt ein bisschen Naschi mit drin. Okay, also da muss ich gleich eine Story zu erzählen. Hitchis Schnüre Fruchtgummi, das sind diese hier und ich finde dieses Produkt ehrlich gesagt richtig geil. Denn, jetzt kommt's, ne? Haben wir nicht, also viele von uns haben doch mit diesen Schnüren tatsächlich auch die ein oder andere Kussgeschichte erlebt, die man sonst nicht erlebt hätte. Und also da habe ich tatsächlich schon die ein. Also habe ich viele Erfahrungen mit. Doch, das ist sehr schön tatsächlich. Und ich habe mir die auch immer super gerne geholt, als ich damals auch in der Schule war und so. Ne? Also für mich kommen da gerade Erinnerungen hoch. Die werden sicherlich total künstlich schmecken. Und nicht jeder wird das jetzt feiern, weil das jetzt auch nicht so super hochpreisig ist. Aber für mich steckt da tatsächlich meine Jugend in dieser Nummer 15. Die Nummer 16. Oh, guck mal, da haben wir 2 Sachen drin und das ist gut, denn das ist ein 5-Euro-Gutschein von Purish, was schon mal sehr, sehr nett ist, ne? Also das haben wir hier auf jeden Fall mit drin und wir haben hier ein Produkt, was halt wirklich farbgebunden ist, von Catrice Clean ID Mineral Brow Powder Duo, 2,5 Gramm und das ist die Farbe 020 Medium to Dark, das ist mir natürlich viel zu dunkel, offensichtlich, ja, aber man freut sich dann trotzdem drüber, weil du hast ja trotzdem den Gutschein hier mit dabei, dass du dir theoretisch die richtige Farbe kaufen könntest. Der 17. Dezember, eine Woche vor Heiligabend, haben wir ein dekoratives Kosmetik drin bei Blemishes Impurity Reducing Serum von Ave and You. Kenne ich jetzt nicht, 20 ml, das ist parfümstofffrei, ein Serum, womit du dann entsprechend auch auf sensibler Haut deine Pickel loswerden kannst.
Wie genau man das anwendet, habe ich jetzt hier gerade auf die Schnelle nicht gefunden, aber ich würde einfach sagen, dass du es wie ein Serum verwenden kannst. Und ich hätte jetzt auch vermutet, auch wenn hier keine Inhaltsstoffe draufstehen, oder? Nee. Dass man, dass da irgendwie Niacinamide oder sowas mit dabei sind. Ne? Muss ich mal gucken. Ist auf jeden Fall ein Produkt, was ich auch durchaus sinnvoll finde. Wir haben jetzt schon ein Acne-Prone-Gedönsen gehabt, ne? Sodass wir da auch schon was gegen Unreinheiten hatten. Ich persönlich bin einfach immer eher Fan davon, in Adventskalender was drin zu haben, was Feuchtigkeit spendet, weil das braucht theoretisch jede Haut. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier ist der 18. Dezember drin und hier sind zwei Produkte drin enthalten von Crash. Einmal der Powder Puff. Haben wir, oh, bitte lass es so ein, ja, oh, sogar ein Duo. Das ist ja richtig geil. Ich liebe die Teile. Mittlerweile arbeite ich damit nur noch unter meinen Augen. Das ist so angenehm. Also ich nehme dann immer, du hast ja auch das Puder dazu hier, ne? Mach dann hier so meine zwei Fingerchen rein, gehe dann erst mit dem Puffelding in das Puder rein und habe das dann an der Spitze, arbeite das in meine Handinnenfläche ein und gebe mir das dann unter meine Augen. Und ich finde es großartig, dass ich jetzt hier zwei von Crash Cosmetics drin habe. Yay! Freue ich mich sehr drüber. Und hier ist was mit drin. Das haben die wahrscheinlich eher mit so einem kleinen Augenzwinkern gemacht, ne? Nippelpads. Mhm. Ja, also wenn du irgendwie ein Oberteil oder so anhast, was vielleicht nicht unbedingt ein BH erfordert zum Beispiel, du aber trotzdem nicht möchtest, dass man sieht, dass es dir kalt ist oder so, machen Nippelpads immer Sinn. Ja, ja, die beiden haben auch wirklich immer wieder den Schalk im Nacken, ne? Und das sind wirklich große Dinge. Also die, da sind vier Stück drin, also, oder? Ja, vier Stück. Also da hast du auf jeden Fall gut was von. Und die sind ja auch wiederverwendbar. Also ich habe auch so einen selbstklebenden BH zum Beispiel, den ich immer mal wieder verwende, wenn ich zum Beispiel einen tiefen Rückenausschnitt oder so habe. Und ja, die kommen jetzt auch auf jeden Fall bei mir in mein Portfolio, denn sowas kannst du immer gut gebrauchen. Sehr, sehr cool. Also nehmt das auf jeden Fall mit dem Standardsortiment bei euch auf. Die Nummer 19. Von Essence haben wir hier einen Lippenstift drin in der Farbe 205 My Love. Der passt natürlich dann jetzt zum Lip Liner. Einigermaßen, ne? Also das sind die Farben. Und ja, das ist ein Lippenstift. Ein roter Lippenstift gehört auch irgendwie in einen Adventskalender rein. Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, in einem Böckchen mit einem Essence-Lippenstift, die hätten vielleicht Manhattan und Essence zusammen reinpacken können. Das wäre so cool gewesen, aber gut. Wir sind schon längst in der Weihnachtswoche und haben jetzt hier den 20. Dezember. Und da ist natürlich auch noch passend dazu ein roter Nagellack drin von Train It Up Super Shine and Stay Nail Polish in der Farbe 910. Ja, das ist so ein richtig schönes Kirschrot, sehr, sehr passend für Weihnachten, für die Weihnachtszeit und dementsprechend auch passend in diesem Adventskalender. Da machst du eigentlich mit den Farben jetzt so also machst du nichts falsch, ne? Schon gut. Die Nummer 21 war mir eben schon aufgefallen, die schon sehr schwer ist und eben so ein bisschen runtergeflogen war. Oh, wie cool. Das hat tatsächlich auch Pirush in seinem Adventskalender. Da setze ich euch auch mal den Link dazu in die Infobox. Gegen Gorgeous. Das ist eine Reihe, die ich mir jetzt in letzter Zeit auch vermehrt angeguckt habe. Die haben nämlich ganz tolle Abschminkprodukte, habe ich aktuell im Test. Liquid Hydration. Hier haben wir 5% Panthenol und NMF drin, das ist ein Toner, der soll Feuchtigkeit spenden und beruhigen, 110 Milliliter mit diesem süßen kleinen Wal hier unten drauf. Und das ist eine wirklich, wirklich, wirklich sympathische Marke. Die haben echt gute Produkte und so einen Toner brauchst du auch immer. Das ist nach der Gesichtsreinigung so der erste Schritt, den ich immer mache. Oder dann ja der zweite, damit die Haut beruhigt wird und dann die darauf folgenden Wirkstoffe besser einziehen können. Also sehr, sehr cool, dass sie einen Toner reinpacken. Die Nummer 22. Oha, das ist ein Produkt, was in der Theorie ganz cool ist, aber natürlich farbgebunden ist. Nun, wir haben dann ja damit auch Blush, Bronzer und Highlighter hier mit dabei. Augenbrauen, wir haben ja fast ein Fullface hier mit drin. Nicht schlecht, Herr Specht. Physicians Formula, der Butter Blush habe ich hier mit drin. Muro Muro Butter Blush. Die Farbe ist Vintage Rouge, glaube ich. Meine ich. Schaut so aus. Und ich müsste den auch selber noch da haben. Ne? Das ist natürlich ein Produkt, was nicht jeder tragen kann, weil er doch relativ hell ist. Ne? Egoistisch gesehen freue ich mich aber darüber, weil es mir passen wird. Die Nummer 23 ist jetzt der Tag vor Heiligabend. Und da schauen wir mal, was wir hier drin finden dürfen. Benefit, richtig cool. Ein Primer. Und was habe ich gesagt? Hydration wäre ganz nice. Das ist nämlich der Hydrate Primer mit 7,5 Millilitern. Das ist eine Travel Size, die man so theoretisch auch auf der Benefit Homepage kaufen könnte. Meine ich jedenfalls. Das ist auch die 7,5 Milliliter sind. Ne? Schaut so aus und das
ist halt wirklich eine krasse High-End-Brand und richtig schön, dass es hier mit drin ist. Also da haben wir echt schon richtig, richtig viel für ein Fullface und es ist schon gut durchmixt, muss man wirklich sagen, ne? Okay, also wir bekommen die Schwämmchen nicht, dafür müssten wir dann den Purish Adventskalender uns holen, weil die würden hier nicht reinpassen. Und ein Pinselset bekommen wir jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr, weil das ist auch relativ leicht. Aber wir schauen mal, was in der 24 drin ist. Das ist ein Produkt. Die machen das ja ganz gerne, dass die auch irgendwelche Neuheiten reinpacken. Hier steht Brush Set drauf. Oh, schön. Okay, das ist der Highlighter-Pinsel und ein Lidschatten-Auftragepinsel. Das sind diese beiden. Das finde ich sehr, sehr cool, dass sie das hier mit reingepackt haben. Sind diese beiden Pinsel eine 24 wert? Das ist die Frage aller Fragen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich finde sie auf jeden Fall schön, muss ich sagen. Ne? Hier haben wir nun den Crash Cosmetics Better Together Adventskalender. Ich finde ihn sehr, sehr gut befüllt, ganz ehrlich. Das ein oder andere Produkt ist natürlich schwierig durch die Farbgebundenheit, aber wir haben hier klassische Adventsprodukte drin, aber auch heftige Produkte wie das Ofra Puder, zum Beispiel die Nipple Patches, die Powder Puffs und ja, das Bruno Banani Spray, was tatsächlich auch einfach ein bisschen was Außergewöhnliches ist, so, ne? Es spiegelt definitiv den Charakter der beiden Damen wider, was ich auch sehr schön finde, weil ich finde, wenn sich Crash Cosmetics halt überlegt, einen Adventskalender rauszubringen, dann dürfen die halt auch super gerne ihre eigene Note mit einbringen und das haben sie beide wirklich toll getan. Mir gefällt das, was hier drin ist. Du könntest theoretisch mit dem Adventskalender zusammen mit deiner Foundation und deinem Concealer und Fullface machen. Was ich toll finde, hast außerdem aber auch noch tolle Beauty-Produkte mit dabei, Pflegeprodukte für die Haare, für den Körper, fürs Gesicht und halt auch witzige Sachen wie die Itchies, ich feiere das sehr und ich finde, dass es schon sehr, sehr gut gestaltet ist. Aber jetzt ist natürlich eure Meinung gefragt. Wie findet ihr den Adventskalender? Schreibt das super gerne in die Kommentare. Und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.